höre hier immer so ein ganz komisches Höhlengeräusch, ey. Obwohl hier keine Höhle ist, glaube ich. Ich fülle das jetzt hier mit Steinen. So, dann habe ich eh keinen Stein mehr. Weißt du, dieses hier, das ist in der Luft schweben, finde ich total hässlich. Aber ich könnte... unsere Rosen mal anpflanzen hier. So idyllisch. Sieht erstmal kacke aus, ich weiß, aber irgendwann wird das alles noch. So, ich will Stein. Hier unten. Huch, aua. Dein Lama? Das ist ein Lama. Du bist ja cute. Hi. Die kann man bestimmt auch tamen, oder? Könnte ich wetten. Mit was werden die gezähmt? Nee, Nietzsche und Sarah sind auch hier. Also wir haben ja verschiedene Portale auf dem Server. Ich weiß gar nicht, ich glaube hier... Das sieht man nicht, wie groß, ne? Generell das hier ist. Metall oder so wäre mal gut, ne? Also hier so Eisen. Also du kannst ja in verschiedene Portale gehen und dann dort Sachen machen. Ich und Nietzsche sind hier im Survival. Und Sarah ist, glaube ich, da, wo wir am Anfang waren, ne, Sarah? Würde ich jetzt mal behaupten. Ach so, sehr gut. Die Frage ist, ob ich jemals wieder zu diesem Portal finden werde, ne? Vielleicht sollten wir dann auch einen Weg machen. Ich könnte jetzt zu Nietzsche gehen und ihn angeln sehen, ja. Wenn ich wüsste, wo Nietzsche ist, ja. Nietzsche könnte ja auch hierher zu mir kommen.
Wenn ich hier mal irgendwo Eisen finden würde und mir so ein Eisenschwert machen könnte und so. Vielleicht auch ein bisschen Rüstung. Könnten wir auch mal in die eine Höhle gehen, die hier ist. Kein Eisen irgendwo, ne? Kohle. Kohle habe ich hier ohne Ende. Dann findest du Eisen. Ja, ich weiß. Könnte es natürlich auch einfach mal drauf ankommen, dass wir einfach in eine Höhle gehen, ne? Ich meine, wenn wir sterben, sterben wir. Können uns ja vorher auspacken. Theoretisch. Jetzt haben wir erstmal Stein, um gleich dieses Haus da einzubuddeln. Sowieso gleich eine neue Spitzhacke machen. Oder zwei am besten. Ja. Ja, so viel dazu. Wir müssen ja hier lang, ne? Ich komme auf der anderen Seite gar nicht hoch. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle bei mir, aber ich muss doch mal gucken, wo die genau ist. Meine kleine Berghütte. Was wollte ich doch gleich machen? Ach ja. Genau so. Komm ich nicht ran, ne? So. Wie schnell es auch immer dunkel wird hier, ne? Achso, weil es schon wieder regnet. Nutze den Tag. Ich nutze doch den Tag. So, ich glaube, jetzt ist nicht mehr ganz so scheiße. So. Jetzt können wir da auch runtergehen. Also ich finde unsere Location gar nicht so hässlich. Nietzsche könnte jetzt vorbeikommen und zum Beispiel mein Haus kaputt machen. Ja, Namen. Könnte er. Aber dann wüsste Nietzsche, dass ich ihn auch jagen würde. Schade, umschneiden das nur, wenn es nachts wird, ey.
So, jetzt können wir uns mal ein paar neue Treppen noch mal machen. Ach, leck mich doch. So. Sieht's denn jetzt? Habe ich hier irgendwie. Ich bräuchte ein bisschen mehr Erde, eher. Das hat ja geklappt. So. Guck mal, jetzt direkt funktioniert, ne? Meine Güte. Warum dreht denn der sich nicht so, wie ich den gerne hätte? Ach, jetzt dreh dich doch, du komisches Ding. Ich glaube, ich muss das echt von unten machen. Ja, oder von unten, oder? Also ich und die Treppen, das muss ich echt noch üben. Ohne Scheiß. Vor allem mal klappt das so und mal klappt das nicht so. Bisschen tricky. Ach ja. Mit Sicherheit. Obwohl, warte mal, wir wollten das hier sowieso anders machen, ne? Muss ich dann sowieso gleich mal gucken. Weil es sich ja auch so lohnt, für Erde zu sterben. So, jetzt haben wir zumindest schon mal angefangen. Wobei hier, glaube ich, das Dach bis hier. Nehmen muss. Wenn wir hier noch ein paar raufsetzen wollen. Okay, so. Könnt ihr mal wieder ein bisschen was wegpacken hier? Und eigentlich, warte mal. Wir haben ja jetzt auch Glas. Wollen wir lieber. Oh.
Wollen wir hier lieber Glas reinmachen? Und der Sonnenaufgang, der sieht schon nice aus, ne? Muss ich Glas eigentlich auch nochmal weiterverarbeiten? Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich eine Glaswand reinsetzen wollen. So sieht das scheiße aus. Ach, das war klar gewesen. Hier, ne? Und dann diese Glasscheiben, meint ihr hier? Wollen wir die jetzt außen setzen oder in der Mitte, ist jetzt halt die Frage. Oder setzen wir das ein, statt die Dinger hier? Also entweder so. Oder so. Oder wir machen das einfach so. Das muss dann schon alles so sein, oder? Was ist mit der Musik los? Musik? Wo soll unsere Musik hin? Okay, warte mal kurz. Ohne Musik geht ja gar nicht. So, jetzt zack. Also entweder machen wir das hier mit diesen Dingern komplett einmal durch, glaube ich. Eigentlich müssten wir da hinten mega viele Bäume hinstellen. Das sieht ja voll kacke aus jetzt. So. Bin damit gerade nicht zufrieden. So vielleicht? Statt dieser Fenster hier, oder? Aber warum macht denn der das so hier? Sind das immer nur halbe? Warum kriegt er nur so eine halben raus? Ich meine, gut, es sieht aus, als wenn das Fenster geöffnet wäre, aber. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt nicht so das Wahre. Okay. Das sieht ja. Das sieht ja nach gar nichts aus. Dann lassen wir ja das Fenster, oder? So, warte mal. Achso, doch da oben.
Also, so sieht's ja schon mal gut aus. Wenn wir da jetzt noch ein paar Bäume hätten und so. Vielleicht hätte ich meine Rosen da oben hinstellen sollen. Und wieder geht ein Tag vorbei. Ich glaube, ich mache von unten aber auch noch. So, oder? Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Aber irgendwie gefällt es mir noch nicht. Das Ninja hat Fortschritt, technischer Fortschritt erreicht. Man könnte natürlich auch die hier komplett wegnehmen, die Fenster. Und zieht hier nochmal so bis hier die Reihe rum. Aber dann sind wir direkt mit den Fenstern an der Leiter. Ich glaube, das ist auch nicht so nice. Na, ich weiß ja noch nicht so richtig, ja. So, also ist gerade hell geworden. Wir können ja mal einfach eine Höhle reinmarschieren. Ich bin bewaffnet. Okay, wo war denn hier unser einer Höhleneingang? Da war hier irgendwo bei uns in der Nähe, ne? Au. Ich bin ein bisschen zu übermütig manchmal, habe ich das Gefühl. Nein. Aua. Geh weg. Geht weg von mir. Ich war der Meinung, dass hier irgendwo so ein Höhleneingang war. Rein theoretisch. Den habe ich mal durch Zufall. Ah, da ist er doch. Da ist sogar Eisen, glaube ich. Verlauf dich nicht. Ja, ja. Ich, okay, ich habe hier eine Höhle mit drei Eingängen. Das ist nicht so gut. Da hinten sind Skelette. Zwei gleich. Ja. Nein.
Kann ich mir nicht auch irgendwie ein Schild machen? Ich zieh den mal kurz hier raus. Kann ich mir nicht irgendwie ein Schild machen? Da sind super viele Monster. Das finde ich gerade nicht so nice. Hier ist auch noch ein Eingang. WTF. Ich musste aber runter eigentlich. Dafür braucht man Eisen. Und ich habe meine Erde nicht eingepackt, ne? Muss mir mal kurz einen Weg bauen. Ich habe doch gerade nur einen Sand. Na gut, okay, egal. Hallo? Au, von wo? Geh weg von mir! Nein, hör auf damit. So ein Arsch. So. Toll, bin ich dafür runtergefallen. Hallo? Jemand hier unten? Okay. Strömung. Aber das ist ja ein Bug, den es genauso lang gibt wie Minecraft. Ich habe halt Sand gesetzt und bin abgestürzt, ne? Oh Gott, ist das ätzend, diese Strömung. Ich muss da voll gegenhalten. Ich höre hier einen Zombie oder so. Irgendwo. Boah, was ist denn das für eine Riesenhöhle? Verlaufe ich mich ja safe. Warte mal, wir machen das mal sinnvoll. Ich glaube, ich gehe mal eins nach dem anderen ab. Warte mal, ich gehe mal erstmal hier lang. So. Das ist wirklich übel viel. Nee, ich gehe auch nicht so weit rein, deswegen bin ich ja wieder umgedreht nochmal. Weil erstmal brauchen wir ein bisschen Stuff, um uns überhaupt verteidigen zu können. Ich würde den Stuff ja auch gerne dann nach Hause bekommen. Ne? Habe ich aber direkt eine riesengroße Hülle hier bei mir, ne? Huch. Was war das denn? Ich höre hier irgendwie was Skelettiges, glaube ich.
Eigentlich können wir den Stein auch ruhig mitnehmen. Wir brauchen eh super viel Stein. Können wir uns eigentlich auch mal mit einpacken hier? Erstmal die Taschen vollhauen. Aber ist ein bisschen mager mit Eisen, oder? Na gut, ich habe nichts gesagt. Ich höre doch hier ein Skelett. Ich glaube, hier hinter ist irgendwo ein Skelett. Ich höre hier irgendwas rumhüpfen. Okay, von hier sind wir gekommen. Ich flitze mal eben schnell nach Hause, damit wir das Eisen schon mal einschmelzen können. So, Bambus wächst. Da oben ist unser Haus, habt ihr es gesehen? Au! Nimm aus dem Weg! Verschwinde! Au! Geh weg! Au! Ist wie so ein Spießrutenlauf hier. Au! Nein! Tschüssi! Au! Schnell! Oh, halt! Dieses Skelett ist sehr, sehr anhänglich. Da, angekommen. Und ihr habt gedacht, wir kommen nicht nach Hause. Und ihr habt gedacht, wir kommen nicht nach Hause. Ich habe zumindest schon mal... Vielleicht sollte ich mir mal einen Bogen craften, oder? Unsere Höhlentour war sehr schmerzhaft. Aber wir haben jetzt auch Knochen. So, sollten wir uns erst eine Eisenrüstung machen oder Waffen? Ich müsste vielleicht auch mal ein paar Tiere. Also eigentlich müsste ich mal ein paar Felder anbauen. Eisenbahn. Achso, Knochen wollte ich noch wegpacken. Ich könnte auch mal... Hey Okami. Ich glaube, Fackeln kann man nie genug haben, oder? Können wir kurz Schweine oder sowas jagen gehen? Ein bisschen Fleisch. Falls ich nicht schon alles ausgerottet habe hier.
Wobei, war nicht da lang Schweine? Hat jemand Minecraft entdeckt, ja. Ich kann Tiere auch züchten. Ja, ja. Was brauchen denn Schweine? Guck mal, da hinten habe ich ein Schwein. Ich kann das ja nicht mit Fleisch füttern. Brauchen die Samen oder Mohrrüben oder was? Guck mal, da sind zwei. Ich nehme auch das Lama. Weizen. Toll, wo bekomme ich denn jetzt Weizen her? Karotten bei Schweinen. Also mein hässliches Haus sehe ich jetzt auch von hier. Toll. Hier ist aber gewachsen keine Karotten. Oder Weizen. Hier wachsen nur Blumen. Wir wissen alle, wo das endet, wenn ich jetzt loslaufe, ne? Ich würde gerne die beiden Schweine da oben nehmen. Dann können sie sich ja fortpflanzen. Da, oh, da sind Sonnenblumen. Da sind noch mehr Sonnenblumen. Und hier ist nur zu Weizen? Uah. Guck mal, voll die Sonnenblumen. Nehme ich mit. Boah, guck mal, hier kann ich ja alles fangen. Kühe, Schweine. Keiner gesehen. Ich bin Schwigania. Bleib stehen. Ich hab hier was für dich. Oh, voll schön hier aber, oder? Was? Was heißt denn Oeta? Ja, ah, Peter. Ich dachte, hä? Wie, du sagst der Oeta Bescheid? Holla, Truman. Oder Träumen. Das ist schon nice. Hier hätte man natürlich auch bauen können. Wir sollten aber irgendwie mal eine Stadt aufsuchen oder irgendwas. Um mal zu gucken, ob wir da Weizen oder so herkriegen, damit wir uns die Schweine und Kühe und so hier mal zulegen können. Und unsere eigene Zucht machen. Weizen gibt's. Ja. Nietzsche, du meinst, ich finde bis zu dir? Wenn ich dich mal mein eines Haus wiederfinde. Versuch es. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich zu dir gekommen bin, Anitja. Noch sieht mein Haus da oben ganz schön verlassen aus, ne? Einzige, was bisher nice aussieht, sind die Rosen. Guck mal, Anitja, ich habe schon angefangen, mich bis zu dir zu buddeln. Oh, weißt du, was ich mache? Wir haben doch da hinten unser komisches Fenster, ne? Warte mal, komm ich hier irgendwie hoch? Müssen wir nicht immer auf so einen nackigen Berg gucken? Warte mal, wir gucken hier mal drauf, ne? Ich meine... Achso, warte mal, das ist Stein, glaube ich, überall. Ist ein Anfang. Habt ihr nicht schon mal gesehen, wie ich aussehe?
Ja. So sehe ich aus, by the way. Was kann ich eigentlich mit dem Kuhfell machen? Was macht man denn daraus? Ja, ja, ich kann Weizen selbst anbauen, ich weiß, aber... Ach so, ja, ich habe Weizenkörner. Müsste ich nicht dafür... Müsste ich nicht den Boden irgendwie haken oder irgendwas? Ich meine, Wasser haben wir ja hier... Da hinten. Dann hätten wir Erde und Wasser. Muss ich dafür nicht irgendwie, Erde umgraben oder sowas? Ich habe einmal Weizensamen in der Tasche. Guck mal kurz, was wir auf der anderen Seite so haben. Oder wir bauen es da hinten auch bei unserem Bambus an. Brunner, okay, alles klar. Warte, die kann ich mir bestimmt schneller machen. Ich müsste da drüben echt mal ein paar Bäume hinsetzen. Ne? Das sieht echt ein bisschen trostlos aus. Werkzeug, zwei Stäbe. Habe ich gerade was dabei? Davon? Nee, Wolle habe ich dabei. Warte, ich wollte Fleisch kurz machen. Fortschritt erzielt. Ich schmeiße jetzt mal alles hier rein, ne? Ach ja, Eisenachs und so, wie schon alles. Dumm, ihr meint die Steinhacke hier, oder? Ja, wo wollen wir das dann hinmachen? Wir brauchen ja Wasser in der Nähe. Was, oben rechts? Was? Ist das nicht die Hacke, die ich hier gerade gemacht habe? Na, ich habe jetzt die Steinhacke gemacht, nicht die Eisenhacke. Hier, ich habe jetzt die hier. Ist doch richtig, oder? Ach, wird gerade dunkel, oder? Ja, Sonne geht unter. Ich frage mich immer noch, wohin wir unser... Ich würde am liebsten hier unser Feld... Ach so, okay. Dachte schon, ich habe was verballert. Ich meine, wir haben hier unten super viel Wasser und wir haben da hinten noch unseren Bambus. Kann ich Weizen auch auf Sand anbauen? Das ist ja egal, sonst packe ich das erstmal da unten. Ja, ich gehe jetzt mal pennen. Nervt da. So. Muss Erde, okay. Ja, dann machen wir das da unten. Dann lege ich da irgendwie so ein kleines Feld erstmal an. Wir haben ja nur einmal Weizen. Ja, hi, The Lord. R7. Ja, hallo.